Hallo Leute und herzlich willkommen zu Minecraft. Ja, wir machen heute mal noch so ein bisschen Ton. Also diese, ja, Ton halt. Und müssen den ja braten, genau. Währenddessen das ganze Brät machen wir noch so ein bisschen Bücher, genau. Weil wir haben ja Zuckerrohr gefunden in der letzten Folge. So ein bisschen was hier. Leder und Fleisch und so machen wir hier kurz rein. Leder. Können wir eigentlich direkt mitnehmen. Buch. Leder. Ach, da ist noch ein Zuckerrohr. ja. Haben wir Holz dabei? Ja, wir hätten Holz dabei. Falls wir genug Bücher haben, was sehr wahrscheinlich der Fall sein wird. Ja, drei Bücher mehr. Können direkt ein Bücherregal machen. Aber zuerst müssen wir das machen. Ah ne, wir können ja nur eins machen. Ups. Hab mich verrechnet. Aber das ist eigentlich auch kein Problem. Wir sollten danach noch kurz schlafen. Welche Level? Level 28. Wir haben schon fast. Oh lol, da hinten ist noch die Tür offen. Ist auch kalt hier drin. Nein. Wir sind jetzt fast Level 30. Also wir können jetzt dann gleich Level 30 Verzauberungen machen. Aber wir sind halt erst Level 11. Weil wir diese scheiß Schlucht runtergefallen sind. Und ich weiß immer noch nicht wieso. Aber es ist halt einfach so. Wir können es nicht ändern. Das Rad der Zelt hält niemanden auf. Haben wir ein Dings gelernt. Ah, wie heißt das Spiel nochmal? Lies of Fear, genau. Erstmal einen Löwenzahn craften. Zudem. So. Ach stimmt, eigentlich wollten wir in dieser Folge Fichtenholzfarm gehen. Ja, okay, da sind wir jetzt noch ein bisschen schlecht drauf vorbereitet. Wir machen uns noch kurz ein, zwei Äxte. Keine Ahnung. Und wir werden noch kurz die Hobbithöhle fertig machen. Und noch sonst Pipapo. Gibt ja noch genug zu tun. Also langweilig wird uns hier auf jeden Fall nicht mehr so schnell. So, wir nehmen das erstmal kurz raus. Wir machen kurz alles aus unserem Inventar, was wir nicht mehr brauchen. Das brauchen wir wahrscheinlich noch so dreimal. Bücher müssen jetzt hier oben rein. Eisen hier. Und machen wir noch kurz die verschiedenen Materialien. Hier ist voll. Machen wir halt hier. Und da kommt noch der ganze Stein. Wieso haben wir denn so viel Kies? Keine Ahnung. I don't know. So. Wir müssen auch. So, warte, wir können kurz nochmal neu machen. Und plopp. Warte, und plopp. So. wir können das kurz einbauen. Ja. Hier müsste eigentlich auch noch ein Weg hin. Aber egal, für das haben wir eigentlich den. Okay, das hat gerade für eine Seitenwand gereicht. Das ist gut. Ja, was wollen wir hier noch hinbauen? Das ist so ein bisschen die Frage. Und ich glaube, wir werden jetzt auch mal... Ja, wir brauchen erstmal noch dieses andere Holz. Das Schwarzeichenholz. Wir haben ja so viele Äxte gemacht. Da können wir eigentlich heute noch mal ein bisschen Schwarzeichenholz farmen. Davon ist wieder Zuckerrohr. Das nehmen wir auch gleich mit. Stimmt, hier oben haben wir jetzt auch eine riesige Fläche, wo wir noch... Ah ne, das muss hier bleiben. Wo wir noch etwas bauen können. Ja. Schwierig, schwierig. Hier hinten ist ja auch schon der Schwarzeichenwald. Ist eigentlich übertrieben nah. Aber egal. So. Oh, scheiße, schon kaputt. Warte, ich muss kurz... Ich bekomme fast keine Luft.
muss was trinken, weil das Ding ist, ich bin gerade am Vorproduzieren. Heute haben wir gerade den 16. Dezember erst, ich weiß. Aber in der letzten Woche, also, warte, ich muss kurz auf den Kalender gucken. Nicht, dass ich jetzt euch Scheiße erzähle. Vom 22. an, also ich kann nur noch bis zum 22. ungefähr vorproduzieren. Und dann gehen wir weg in die, into die Ferien. Und zwar vom 23. bis zum 3. habe ich dann eigentlich praktisch gar keine Zeit mehr, um irgendwas aufzunehmen. Deswegen muss ich, dieses Wochenende habe ich auch keine Zeit. Deswegen, ich habe gerade noch am Donnerstag, Freitag, Montag und Dienstag Zeit. Und deswegen habe ich gedacht, ich nehme jetzt heute alles auf, was ich noch aufnehmen muss dieses Jahr. Und zwei Tage dazu. Und dann werde ich das einfach Donnerstag, Freitags und Montags noch cutten. Montag und Dienstag wollte ich aber vor allem etwas Spezielles cutten, was ich noch nicht sagen will, was es ist. Und halt das Best-of, weil ich habe gedacht, ich mache einfach von jedem Jahr so ein Best-of. Und genau, einfach so ein Best-of 2020 jetzt. Ich weiß, es war ja nicht das volle Jahr für unseren Kanal, aber das ist ja ziemlich egal. Ich habe das übrigens alles nicht gesehen auf dem Kalender, aber es juckt mich nicht. Und ich sehe gerade, wieso zur Hölle, warte mal, muss das Bild ein bisschen größer machen, so. Ja, die Seite hat so einen schwarzen Rand. Ich weiß nicht wieso. Egal, jetzt ist er weg. Was ist denn da unten? Ah, das ist das, stimmt. Kennen wir ja schon. Ich bin jedes Mal wieder verwirrt, wenn ich sehe. wir nehmen auch gleich noch diesen Baum mit. Weil wir brauchen viel Schwarzeichenholz, wenn wir alle Kieswege ersetzen wollen. Wobei, so viel Kieswege haben wir gar nicht. Nur bei den Feldern und bei den Tieren. Das ist eigentlich auch gerade das Einzige. Ich weiß, es ist da ein bisschen komisch, wenn man jetzt in Real Life so über ein Feld laufen würde und dort ist halt einfach so Holzweg. Aber es sieht halt schön aus. Gerade Schwarzeichenholz ist ein sehr schönes Holz. Also in Real Life, aber auch in Minecraft. ich glaube, wir machen noch einen. Dann haben wir aber genug. Wir roden hier einfach alles nieder. Genau. Das Ding ist, ich habe jetzt auch schon Liars of Fear 2 habe ich auch schon fertig gespielt. Und dort ist es jetzt so, was wollt ihr sehen? Amnesia als nächstes, Machine for Pigs, also eine Maschine für Schweine. Warum auch immer das so heißt. Das ist einfach das Spiel halt. Amnesia, da gibt es ja mehrere Teile. Und ja, dann ist, gab halt das einmal gratis im Epic Games Launcher, dann habe ich mir das geholt. Weil ich dachte, ja, praktisch. Dann war aber auch Lies of Fear dabei. Im Epic Games Launcher und Blair Witch. Und Blair Witch habe ich mir auch geholt. Und deswegen ist jetzt die Frage, wollt ihr Blair Witch oder Amnesia? Das ist die Frage. Es kommt sowieso beides. Also früher oder später. Aber die Frage ist, was wollt ihr zuerst? Oder wenn ihr gar keinen Bock habt, schreibt irgendein anderes Spiel. Am besten aber ein Horrorspiel. Weil ich möchte, das Ding ist, ich weiß ja nicht, das Ding ist, wie manchmal will ich das noch sagen. Es ist halt so gerade, ich mache ja jetzt aktuell Dienstag und Freitags immer ein Horrorvideo. Über ein Horror-Indie-Game und die gibt es halt nicht so schnell wieder. Wisst ihr, was ich meine? Und die meisten sind dann auch einfach scheiße oder funktionieren gar nicht erst. Und ja, das ist halt ein bisschen schwierig immer. Deswegen, ich glaube, das wird nicht mehr so lange gehen. Vielleicht noch so ein, zwei Monate höchstens. Wow, warte mal, ich hab doch gerade. Wow, wow, von wo? Hä? What? Hä? What? Hä? Was ist denn los? Hä? Wo schießen die? Oh. Hä? Alter, schnell weg. Oh nee, das ist wieder dieser Unsichtbarkeitsbug. Och nee, das ist doch nicht dein Ernst. Hört ihr das? Das Kies. Die stehen da jetzt safe vor meiner Tür. Aber ich sehe halt nichts. Das ist belastend. Ziemlich belastend. Aber ja, was? 15? Alter. Nicht schlecht. Okay, nee, wir hatten wirklich keine Saplings mehr.
Ist auch egal eigentlich. So. Wir gehen kurz gucken, wie und wie. Mein Gott. Wie es unseren. Wie es unserem Keramik-Dings hier geht. Aber das scheint ja. Es ist einfach perfekt aufgegangen. Ich bin auch einmal ein Vollprofi. Okay, genau, dann müssen wir jetzt hier. Weil das hier sieht halt auch nicht so schön aus, ne? Beim schwarzen Holz ist das dann schön einheitlich. Also muss ich schon wieder essen. Der hat doch vorhin gerade gegessen, oder nicht? Ach, ich weiß es nicht mehr. Okay. So. Nein, ach Mensch. Okay, wir müssen aber auf jeden Fall nochmal Tonfarm gehen. Ja, egal. Wir machen jetzt erstmal die Wege und für das machen wir einfach hier alles zu Holz. Alter. Das ist hier unnormal. Viel Holz, ey. Und bei dem Stack hier kommen die Dings rein. Die Treppen. Da haben wir noch irgendwie 4 oder so. Vielleicht reicht's ja, ich weiß es nicht. Ich glaube zwar eher nicht, aber ein Versuch ist es wert. A6 sogar. Oha. Locker. Ah, jetzt kann ich hier nicht raus. Das ist jetzt so. Das ist jetzt natürlich unangenehm. Aber egal. Dann machen wir einfach hier noch kurz diese Länge. Das geht hier. Geht hier ja runter. Das wollte ich sagen. So. Keine Ahnung, Kies können wir dann für irgendwas anderes gebrauchen. Ich weiß noch nicht für was, aber da kommt uns schon noch was in den Sinn. Alter. Das geht lange. Stimmt, hier wollten wir auch noch so einen Tunnel bauen. Müssen wir auch noch irgendwann mal machen. So. Machen hier kurz die Kreuzung hier quasi so ein bisschen. In dieser Folge machen wir noch bis hier vorne alles, das heißt inklusive das hier hinten. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, dass ich die Häuser hier so in den Boden verbaue. Ich weiß es einfach nicht. Bis heute weiß ich nicht. Unsere Mine müssen wir eigentlich auch noch mal irgendwas machen. Also nicht meinen gehen, das brauchen wir eigentlich im Moment nicht, aber der Abgang quasi müssen wir ein bisschen schöner machen. Ja, warte, wir können eigentlich auch noch kurz hier vorne den Weg hier zur Seite machen. Spannend. Ah, hier können wir auch noch so einen Zusammenhang machen. Also hier kommen noch Ideen zum Vorschein. Potenzial. Ist auf jeden Fall da. Und eigentlich... Da ja eigentlich alle Wege 2 breit sind, außer der große hier, da habe ich mir vorhin auch gerade überlegt, ob wir da noch irgendwas ändern, könnten wir hier unter dem Zaun Bruchstein machen und hier auch diese Länge. Vorne ist es dann ein bisschen anders, hier vorne müssen wir eigentlich wieder 3 machen, deswegen glaube ich, machen wir hier auch 3. Da müssen wir einfach hier dann noch eine Reihe plus machen, aber das ist ja egal. Oh, hier ist noch Kies alles, oh Gott. Wir machen das noch kurz weg. Das machen wir noch. Das ziehen wir noch durch. Und dann... Ja. Ist wieder mal fertig. Heute aber auf jeden Fall... Wir haben uns immer noch nicht richtig vorbereitet. Wobei doch, eigentlich schon ziemlich.
Naja, egal, das können wir in der nächsten Folge auch noch machen. Weil, das war's mit dieser Folge Minecraft. Ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Is it what do you see as you twist the tide?